Wir sind hier an der Schweizermeisterschaft in Basel, haben den Kaffee getroffen im Daily Gym. Und was uns sicher interessiert ist, Kaffee, wie lange gibt es das Daily Gym schon? Es ist schon mal in der Basis 1983. 1983? Kaffee ist eigentlich immer ihrer Linie treu geblieben. Sie hat das wirklich als einzige Studienbesitzerin, hauptsächlich schweizweit. Macht durch so, sondern hat das Bodybuilding extrem gefördert. Mittlerweile ist sie Besitzerin von 3 Studios, unter anderem das ganz große Studio der Zürcher Straße in Fritzen. Wenn ich jedes Mal, wenn ich den Damen komme, sehe ich die Ahnungsklassik-Sieger. Ich hatte wirklich Ahnungsklassik-Sieger, hat die Studie schon rausgebracht. Also im Moment sind es 3. Genau, Jane und Sandra. Also ich würde behaupten, und ich glaube, das sind viele Athleten meiner Meinung, ich behaupte, das ist mit Sicherheit das beste Studio in ganz Europa. Ich glaube, das können wir sagen. Und so wie ich weiss, ist die Wand noch gross und ich könnte mir noch vorstellen, dass die Wand, wo die Bilder von diesen Athleten hängt, oben an der Theke, das sieht noch einige andere werden. Weiterhin bin ich Glück hatte, gell? Everything should matter, always wanted, soon you'll